Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Wir stehen am großen Tresen. Es geht wieder los. Es geht um den Kadett D. Haben wir in dem Paket gekauft bei Pascal mit dem Saab 96. Der Kadett stand da und ich habe gesagt, daraus machen wir eine eigene Videoreihe. Als allererstes würde ich sagen, gucken wir mal unter der Haube. Dazu öffnet der Ralf mal die Motorhaube. Was sehen wir da? Ein Holzklotz. Mhm. Anstatt des Holzklotz muss da was sehen, Micha? Ein dicker Motor. Ein dicker Motor. Ein dicker Motor würde der Ralf jetzt sagen, XE einbauen, ne? XE, LED V6. Ja, das wäre dicker Motor, aber wir bauen keinen dicken, wir bauen nur den 1300er Big Block ein. So, aber eigentlich brauchen wir unter der Motorhaube gar nichts gucken. Das Einzige, was wir brauchen können, ist vielleicht den Keilriemen, den legen wir uns mal dahin. Ihr seht, ein Getriebe hängt drin, ein Automatikgetriebe. Kurz eine Geschichte zu dem Auto. Dieses Auto hat nur einen Besitzer. Ist also erste Hand. Wer ist die erste Hand? Das Opel Autohaus selbst. Das war nur auf ein Opel Autohaus zugelassen. Davor gab es keinen Besitzer. Dieses Auto hat sagenhafte 43.000 Kilometer gelaufen und hatte einen Motorschaden. Mehr weiß ich auch nicht. Um zu schauen, was wir alles hier in dem Kofferraum haben, würde ich sagen, Jungs, wir fangen mal an, den Wagen leer zu räumen und alles auf unsere vorbereitete Werkbank zu legen. Schwierig. Das ist ein bisschen doof gerade. Haben wir nur den Schlüssel? Der ist zu. Ja, als erstes haben wir nur diesen wunderschönen Schlüssel und der passt wahrscheinlich nicht ins Schloss für die Heckklappe. Da muss mal einer durchkrabbeln, aber als allererstes würde ich eben mit dem Motorblock anfangen. Das ist nämlich das interessanteste Teil. Hier liegt als allererstes ein flammnagelneuer Motor. Mittlerweile seht ihr, hat der schon von im Auto liegen Flugrost angesetzt, aber der Motor dreht sich noch. Und wenn man das sich mal anguckt, Micha, der Motorblock ist flammnagelneu. Und wir müssen dieses ganze Puzzle, was die Jungs jetzt hier eins nach dem anderen rausholen, wieder zusammensetzen. Was haben wir hier? Mittlerweile weiß ich ja, du bist da gut drin. Der Vergaser. Mit Ansaugbrücke, korrekt. Was ist das? Auspuffanlage? Ja, Hosenrohr. Brauchen wir ganz zum Schluss. Legen wir mal hier hin. Wir haben einen frisch geplanten Zylinderkopf. Den hat man noch nicht mal sauber gepustet. Legen wir hier. Hier sehe ich zum Beispiel schon mal, ein kompletter Dichtsatz für unseren Motor ist auch dabei. So, und jetzt geht es schon mal an die ersten Teile, die wir wahrscheinlich nicht mehr benötigen. Hier sind Kolben. Oh, da sieht so aus, als ob man einen Fresser hatte. Sind das die kaputten Kolben? Natürlich. Wir müssen uns natürlich jetzt aussortieren, was wir brauchen. Das ist der Nockenwellenkasten. Das ist die Nockenwelle. Angerostet. Angerostet, aber das wäre wahrscheinlich heile. Nee, hier könnte sie kaputt sein, das sehe ich aber so noch nicht. Ja, das ist alles Auftrag. Wichtig ist, die Nockenwelle läuft grundsätzlich ein bei so einem Motor. Aber hier sehe ich noch keine Einlaufspuren, das sind alles Lagerspuren. Steht, glaube ich, schon etliche Jahre draußen. Das ist die Kurbelwelle von dem alten Motor. Ölwanne, boah, auch schon gereinigt, brauchen wir. So, Kolben brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben ja, ihr wisst, einen kompletten Motorblock. Ölpumpe, oh, die auch schon zerlegt wurde, ich lege sie mal dahin. Die brauchen wir, aber die werden wir neu holen. Was sind das, Micha? Jetzt bin ich gespannt. Stöße? Gut. Hier sind Sachen bei, die wir auf jeden Fall noch brauchen. Hier sind natürlich auch Schrauben drin. Ich lasse das mal alles hier drin. Hier sind auch, was ist das? Diese Kipphebel? Schlepphebel. Also Kipphebel, Schlepphebel. Das ist das, was den Nockenwellentrieb antreibt. Ich bräuchte jetzt mal eben einen zweiten Lappen. Kann mir noch einer einen Lappen geben? Willst du den Motor Serie lassen oder möchtest du ein bisschen... Nein, will gar nichts. Guck mal, okay. Das ist ein Automatikmodell aus erster Hand mit keine 50.000 Kilometer. Ich möchte, dass das Auto wieder im motormäßig, brauchen wir nicht sprechen, Neuzustand da steht. Weil wir haben einen komplett neuen Motorblock, der hat 0 Kilometer gelaufen. Der Kopf ist komplett überarbeitet, den werde ich dann auch wieder Serie zusammenbauen. Und es ist ja ein Automatikmodell, also eher die unsportliche Variante. Ja. Hier sitzen unsere Stößel drin, dann haben wir hier unsere Ventile und darüber sitzt dann die Schlepphebel. Und dann kommt dieser Nockenwellenkasten, und das werdet ihr alle später im Video sehen, hier drüber. Also wie dieses Puzzle zusammenkommt, wissen wir schon. Brauche ich, glaube ich, auch nicht erzählen, was das ist, Micha? Mhm. Ventile. Korrekt. Also den Motor hat mal einer ordentlich zerlegt. Hier sind die Ventilkeile drin, Ventilfedern. Das brauchen wir alles, um den Kopf zu komplettieren.
Aber ich sage euch, das alles bis jetzt kein Problem, was ich hier sehe. Das ist die Flexplate, das Schwungrad. Hier ist ein Schwungrad dran für ein Schaltgetriebe. Hier ist die Reibfläche für die Kupplung. Und hier ist das für ein Automatikgetriebe. Und hier ist zum Beispiel das Geräusch vom Golf 2. Kann man jetzt mal so ein bisschen off-topic erzählen. Das hat so ein helles Klingeln immer, wenn der anspringt. Weißt du noch, Automatikmodelle? Mhm. Hier seht ihr ein richtig massives Rad mit, und das ist der Anlasserkranz, wo der Anlasser eingreift. Ist das bei meinem Audi 80, die Limo, genauso? Genau. Okay. Guck mal hier, siehst du, wie massiv das ist? Ja. Richtig massives Rad, hier kommt die Kupplung drauf, schraubt. Ihr seht auch, wie dick das ist. Wenn ihr hier hörst, ja, da ist dein Anlassergeräusch. Mhm. Weil du hast hier einfach nur eine Flexplate, die wird hier an die Kurbelwelle geschraubt mit den Schrauben. Und dein Automatikgetriebe wird der Wandler mit drei Schrauben festgemacht. Das kann man mal später zeigen, wenn wir den Motor einbauen. Das brauchen wir natürlich auch. Hier sehe ich Entlüftungen, Kurbelwellenentlüftungen oder irgendwelche Entlüftungen. Das ist eine Zahnriemenverkleidung, eine untere. Das ist auch eine Zahnriemenverkleidung. Das müsste die Aussparung für die Wasserpumpe sein. Das sind die Sachen, die würde ich jetzt runterstellen. Alte Lagerschalen. Warum der Motor zerlegt wurde, kann ich euch gar nicht sagen. Nimm mal die Kopfdichtung bitte einmal raus. Vielleicht können wir noch irgendwie eine Diagnose stellen. Hier könnte sein, dass die Kopfdichtung durchgepfiffen hat. Hier auch. Könnte sein, weil das ist ja alles Mutmaßung. Fakt ist, die Kolben wurden auf jeden Fall mal ausgebaut. Und hier sehe ich überall so, das nennt sich Kolbenfresser, da wo der Kolben geschliffen hat. Ah, vielleicht siehst du ja hier was. Ah, oh, warte. Warte, stell dich hin. Ich nehme dir das hier direkt runter. Leute, viel zu schnell seid ihr heute. Aber ist interessant, ne? Mhm. Ein Motor, ein Puzzleteil, das ist der alte Motorblock. Ja, der hat halt noch nicht viel gelaufen, aber ich guck mal, hier könnte sein, dass der Rostfresser oder Schäden hatte. Mhm. Also hier bei uns in der Werkstatt würde ich sagen, ist das kein Puzzle für Fortgeschrittene, sondern das ist ein normales Standardpuzzle, wo man sagt, okay, das machen wir mal zwischen Tür und Angel. Und deswegen gucken wir mal, was weiter für Teile sind. Ist klar, Luftfilter sitzt nachher hier oben auf dem Vergaser drauf. Brauchen wir ganz zum Schluss. Ganz wichtig sind immer Schläuche, die braucht man natürlich auch immer. Dann sehe ich hier noch ein bisschen Zündgeschirr. Das ist vom Vergaser Unterdruckleitungen, die sehe ich hier. Die können wir mal hinten zum Vergaser packen. Zündgeschirr brauche ich jetzt auch nicht. Zahnriemen, alte Ventildeckeldichtung, können wir gleich da unten hinschmeißen. Den Zahnriemen nehmen wir als Muster, können wir auch gucken. Hier ist die Kopfdichtung, gehört nicht dazu, definitiv nicht. Warum die ist, das gehört auch nicht dazu. Schmeiße ich trotzdem da unten hin. Das gehört aber zu dem Auto, das ist nämlich der Ventildeckel. Das gehört auch nicht dazu. Legen wir erstmal. Wir schmeißen noch nichts weg, da unten alles rein. Das hier sieht aus wie von dem Motor. Das könnte von dem Motor sein. Das sind Halterungen. Ja, das ist hinten am oben am Zylinderkopf hier irgendwo, wie saßen so Halter, dass man den Motor mal rausheben konnte. Stellen wir hier zu. Holzklotz brennt gut im Ofen, brauchen wir aber nicht. Das ist auf jeden Fall Schlauch, ist natürlich klar. Das hier hätte ich jetzt gesagt von der Flexplate, von der, nee, doch könnte sein, wenn wir davon drei haben. Wir wissen ja zum Beispiel, dass das eine mit drei Schrauben fest ist, unser Wandler. Guck mal hier, das könnten die Wandlerschrauben gewesen sein von der Flexplate. Könnten wir mal gucken, so rum. Nee, das sind nicht die Schrauben, weil die auf jeden Fall einen kleineren Abdruck haben. Da müssen wir nachher mal gucken, was wir da so alles an Schrauben finden. Aber anhand so abdrücken, müssen wir nachher uns orientieren, welche Schraube wo gesessen hat. Hier die Schrauben müssen wir nachher alle suchen. Ich schmeiß die Jungs, ich schmeiß die Schraubenkiste erstmal hier rein. Müsst ihr mal gucken, was das ist. Ich weiß nicht, ob sie zu diesem Auto gehört. Ja, hier geht's weiter. Das gehört definitiv nicht dazu. Und das sieht man, dass das über die Jahre jetzt Sachen natürlich reingeschmissen wurden, die definitiv nicht zu dem Auto gehören. Hier stehen Teilnummern drauf. Vielleicht können Leute, die jetzt bei Opel arbeiten, sagen, hey, das ist auf jeden Fall die Schraube für das und das Teil. Aber auf jeden Fall... Ja. Dann wären das hier für McPherson-Federbein die Befestigungsschrauben. Weil hier müssten vier Stück von sein. Hier sind noch neue Schrauben drin und hier sind die Muttern. Na, keine Ahnung. Ich schmeiß das hier mal rein, gehört aber auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, nicht zu dem Auto. Aber eine Schraubenkiste ist immer wieder gern genommen. Das gehört auf jeden Fall zum Auto. Micha, was ist das? Der Krümmer. Richtig, Abgaskrümmer. X-Schutzblech. Jetzt bin ich gespannt. Micha, jetzt bin ich gespannt. Was ist das? Die Puppe. Puppe? Hupe? Eine Puppe ist das Ende der Wurst. Hupe oder ein Ventil? Hupe?
Tütüt! Irgendwas zum Benzineinspritzventil? Ja, wir kommen der Sache näher. Eine mechanische Ventilpumpe. Ah, okay. Benzinpumpe. Ja. Jetzt haben wir es richtig. Was ist das? Lager für den Motor? Nee, fast nicht ganz. Das ist das Teil, was nachher deine Lichtmaschine antreibt, wo okay. Dein sogenannter, ich habe nur noch irgendwo gesehen gerade, den Gummi, den Riemen, da liegt er. Den haben wir nämlich unter der Motorhaube gefunden, falls ich noch erinnere. Ja. Der treibt deine Lichtmaschine an. In dem Falle diese hier. Hier liegt sogar noch die Schrauben drin, das ist sehr vorbildhaft, dass man da die Schrauben zufindet. Das weiß ich, was das ist. Das ist Thermostatgehäuse. Oder Wasserstutzen. Am Zylinderkopf sitzt der, glaube ich. Hier, Micha, komm mal runter. Nagelt mich jetzt nicht fest, in welche Richtung er sitzt. Entweder sitzt er so rum oder er sitzt so. Ich glaube, so sitzt er. Abgasseite, genau. Hier ist die Abgasseite. Das heißt, so rum sitzt er. Das ist der Wasserflansch. Oh, Thermostat ist auch da. Sowas kommt natürlich neu. So Sachen bestellen wir alles neu. Zündkerzen und so ein Zeug stellen wir auch neu. Hier sind nochmal Schrauben. Das ist immer wichtig. Also Schrauben wird noch ein bisschen lustiges Sortiment. Das ist auf jeden Fall der Motorhalter. Micha, was ist das? Benzinpumpe? Was ist das? Das war doch die Benzinpumpe. Auch die Benzinpumpe. Wie viel Benzinpumpen hat so ein Auto denn? Ja, gut, dann ist das nicht die. Nee, komm, lass es mal drin. Jetzt nicht immer alles rausschneiden. Ne? So wollen wir ja nicht handhaben. Was könnte das sein? Was für ein Geräusch haben wir gerade von gesprochen? Ach, ist das unser Anlasser. Guck mal hier, der Kollege sitzt hier. Und guck mal. Wenn du deinen Schlüssel umdrehst, rückt dieses Rad hier raus und greift hier in das Schwungrad rein und treibt deinen Motor an. Mhm. Jetzt weißt du, wie das ganze Prinzip auch mal aussieht. Das ist der Anlasser. Und jetzt mal die Kisten leer, ne? Das war's. Guck mal, was der Ralf da hochhält. Ralf, was heißt das? Der Bordcomputer. Da steht momentan durchgeschrieben, Stopp, Reichweite, Außentemperatur. Hast du das schon mal im Detail gesehen? Nö. Da kenne ich nur die Uhr eigentlich. Ist das auch im Auto verbaut? Das ist auch im Auto verbaut. Hast du mal was im Scheckheft schon mal gelesen? Gibt es da schöne Eintragungen? Nee, ich habe nur mal so durchgeblättert da. Aber ist interessant, ne? Der Bordcomputer ist interessant, ne? Ausstattung generell, wir brauchen nicht sprechen, wenn wir jetzt ins Fahrzeug reingucken. Automatikgetriebe, Nebelscheinwerfer, zweimal Schalter, tatsächlich. Da oben sitzt der Bordcomputer, siehst du ihn? Ja. Ah, geil. Hutablage sehe ich, ist auch da. Zustand ist echt gut. Karosseriezustand werden wir uns aber später angucken, weil was jetzt für euch erstmal interessant ist oder auch für uns interessant ist, wir wollen ja den Motor zusammenbauen. Ne? Motor machen wir am Ständer zusammen. Ne? Und dann in die Karosserie einpflanzen, den Motor wieder einsetzen, dass wir das Auto starten und fahren können. Aber ich würde sagen, ausgepackt haben wir das Ganze jetzt zusammen und ab jetzt übernimmt Julian, Ralf oder Jan. Einer von den drei immer mal zwischendurch die Kamera und zeigen euch Schritt für Schritt, was sie hier bei uns in der Werkstatt Halle 77 alles machen. Ja, es ist mal wieder soweit. Großes Puzzeln ist angesagt. Und wer könnte mir bei einem Opel Oldtimer natürlich am besten helfen? One and only Ralf. Hi. So, Ralf und ich haben uns gerade einen Plan gemacht. Und zwar werden wir so anfangen, dass wir allerhand zu reinigen natürlich erstmal haben hier und zu lackieren teilweise. Der Ralf wird sich jetzt als allererstes hier mal um den Vergaser kümmern. Der hat da auch ein wunderschönes heißes Bad da drüben schon vorbereitet. Vielleicht sieht man's. Ich werde mich um den Zylinderkopf kümmern. Dann werden wir uns zu unserem Kurbelgehäuse hier vorarbeiten. Oder was meinst du? Kurbelgehäuse? Ja, da sagt man ja Kurbelgehäuse auch dazu. Also ich sag das so. Machen wir erstmal ein paar Vorbereitungsarbeiten und dann geht's los mit Zusammenbau. So, der Ralf, der macht da gerade was recht Interessantes. Und zwar macht er gerade hier den Ventildeckel wieder wie neu. Der zaubert hier schon wieder. Der macht schon wieder ganz viele Sachen, als würden sie gerade vom Berg kommen. Oder? Ja. Ah, das sieht doch schon wieder geil aus. Sehr schön, sehr schön. Also wie ihr seht, der Ralf, der gibt sich alle Mühe. Der ist voll in seinem Element. Gell? Ja, Ventildeckel ist immer wichtig. Ist immer richtig und wichtig. Ja, den Vergaser hier wirst du dann wahrscheinlich auch komplett zerlegen, sauber machen, nehme ich an, ne? Genau, einmal alle Düsen raus, gucken, ob da was verstopft ist, wieder zusammenbauen. Ja, das sieht auch schon recht direkt aus, der ganze Spaß. Ist auf jeden Fall kein Fehler, würde ich sagen. Ja, Quizfrage. Was passiert, wenn man einen Perfektionisten und einen Opel-Fan einen Motor zusammenbauen lässt? Es eskaliert natürlich, so wie es halt natürlich sein muss, ne? Und der Ralf, seht einfach selbst.
haben uns gedacht, wenn unser Rumpfmotor hier schon fabrikneu ist, schaut es ja scheiße aus, wenn der Rest dann ja total vergammelt aussieht. Wir konnten nicht widerstehen. Es war halt nun mal einfach so. Jetzt ist erstmal Mietdach. Ja, hier wird wirklich alles gegeben. Die kleinste Ritze wird hier gepustet. Muss ja. Ja, muss ja, ne? Sei ja, das Gesamtbild soll ja stimmen. Ja, ich werde mich jetzt dem Zylinderkopf widmen. Und der Ralf wird hier noch ein bisschen putzen. Und den Vergaser vor allem sauber machen. Denn wir haben da auch schon was gesehen. Jetzt guckt euch das mal hier an. Das ist hier komplett zugekrustet, das Ganze. Also, der hat es definitiv nötig, der Kollege hier. Da, ja, muss auf jeden Fall ein bisschen sauber gemacht werden. Gut, wie gesagt, ich baue jetzt den Zylinderkopf zusammen. Oh, jetzt fangen wir dann jetzt an. So, das haben wir. Fetti. Ja, wie das halt immer so ist, ne? Ihr habt ja gesehen jetzt, dass ich den Kopf hier zusammengebaut habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, bevor ich den jetzt hier auf mein Kurbelgehäuse aufsetze, gucke ich erstmal, was noch so fehlt. Und dann ist uns aufgefallen, dass hier natürlich diese Hülsen noch gefehlt haben. Also sprich, die mussten wir umbauen. Auch diese hier, genau auf der Seite für die Ölpumpe. Unter anderem habe ich mittlerweile hier auch schon Schwungrad gegen Flexplate getauscht. Ja, und dann hat mich der Jan hingewiesen, du, guck mal, da ist ein Loch und da ist noch gar keine Führung für den Ölstab. Ja, dann habe ich dir hier geguckt, wo ist er dann? Ach ja, genau. Ja, so weit bist du eigentlich noch nicht. Eigentlich hast du versucht, mit allem, was da eigentlich rauszukriegen. Genau, und dann haben wir versucht, mehr oder weniger das irgendwie hier rauszubekommen, das Ganze. Wir haben, ja, was haben wir gemacht mit Rostlöser? Wir haben gewärmt, wir haben versucht, das irgendwie so schonend wie möglich hier rauszubekommen. Ging aber leider nicht. Da waren wir so frei und wollten mal gucken, kann man sowas noch bestellen? Genau, richtig. Der Jan hat sich dann an den PC geworfen und hat versucht, da irgendwas aufzutreiben, bis er dann rausgefunden hat, dass das nur in Kombination mit dem Block bestellbar ist. Also sprich, das ist fest verpresst, das Ganze. Ja, es ist schade, aber man hätte den sicher nochmal aufbereiten können. Aber ja, wir brauchen ja das Rohr. Also was haben wir gemacht? Wir haben da mal ordentlich reingeflext und ja, uns das dann quasi auf diese Art und Weise hier rausgeholt. Aber was wollen wir machen? Ist halt einfach so, ne? Der Block ist nicht mehr zu retten. Der ist leider nicht mehr zu gebrauchen, aber wir haben ein Rohr. Uns fehlt noch die Dichtung für... Wo ist er denn? Hier, unsere Ölpumpe, genau. Denn wir haben ja hier leider nur einen Dichtsatz für, ja, ich nenne es jetzt mal für oben rum und nicht für unten rum. Also sprich, keinen kompletten Dichtsatz, sondern leider nur Zylinderkopf. Und da ist die eben leider nicht dabei. Deswegen müssen wir jetzt bis morgen warten. Dann können wir das hier alles weiter zusammenmontieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch schauen, dass ich vielleicht den Zylinderkopf noch drauf bekomme. In der Zwischenzeit, was ich natürlich noch gemacht habe, ich habe das Ganze hier mal ein bisschen eingeölt, denn das lag ja jetzt jahrelang trocken. Hab das auch nochmal nachgezogen hier, die ganzen Lagerböcke etc. Also das funktioniert wieder richtig gut. Und jetzt geht's weiter. Ja, Tag 2 an unserem Motor. Ich habe gestern Abend noch den Zylinderkopf montiert, beziehungsweise das Nockenwellengehäuse. Das ist auch schon verschraubt soweit. Und das sieht schon echt richtig geil aus, muss ich sagen. Ja, der Ralf war in der Zwischenzeit auch fleißig und hat wieder mal Wunder vollbracht. Anders kann ich es nicht sagen. Also das Ding sieht aus wie ladenneu. Wenn man bedenkt, wie das vorher ausgesehen hat, unfassbar. Richtig, richtig geil. Ja, Ralf wird jetzt den Vergaser bzw. den Ansaugkrümmer montieren. Und dann geht's Stück für Stück zusammen. Ja, Julian,
Da hast du und Ralf den Motor wieder gut zusammengebaut. Ich würde sagen, wir machen morgen weiter mit großer Kamera und dann hängen wir den Motor mal in die Karosserie rein. Auf Bist du guter Dinge? Meinst du, das läuft? Auf jeden Fall. Wie würdest du das Puzzle beschreiben von Schwierigkeitsgrad her? Für einen erfahrenen Schrauber würde ich jetzt mal sagen, ist es eine 6 bis 7, also von der Skala von 1 bis 10. Ja, es war nicht, also der Audi war eine größere Herausforderung, der rote, ne? Ja, definitiv. Vor allem, weil man natürlich auch mehr Kisten etc. Schrauben, ne? Da hat man ja auch wieder das Problem, dass wir halt Schrauben zuordnen mussten. Klar, Länge, ne? Durchmesser etc. Aber ansonsten war das eigentlich mehr oder weniger selbsterklärend, das Ganze. Sehr gut. Das heißt, jetzt hängen wir den Motor in die Karosse. Gut. Wir waren in der Halle 77, da sind wir und jetzt auch angekommen. So, jetzt gehe ich zum Thema. Gestern habt ihr gesehen, der Ralf und der Julian haben den Motor komplett zusammengebaut. Was könnt ihr beiden mir erzählen? Gab es Komplikationen? Gab es irgendwas, was euch nicht gefallen hat? Nö, es war zu einfach. Jetzt liegen hier echt nicht mehr viele Teile, ne? Hier liegt eigentlich fast gar nichts mehr, ne? Hosenrohr, Luftfilterkasten, ein bisschen Schlauch, ein Blech, was zwischen Motor und Getriebe sitzt. Die drei Schrauben für die Motorhalter. Motorhalter. Und wo sind die Schrauben für die Flexplate? Habt ihr die auch schon? Boah, guck mal. Wir können ja mal ein bisschen was zeigen. Das sind die Schrauben, die nachher Such aber noch die Kurbelwelle, also diese Platte mit dem Wandler verbinden. Dafür müssen wir natürlich gleich das hier alles rausschrauben, weil das ist die manuelle Halterung, die sich mal jemand vor Jahren gebaut hat, dass das Getriebe halt nicht runterfällt. Aber an sich, das muss man nochmal erwähnen, habt ihr einen fast werksneuen Motor gebaut. Ne? Ja, ist ja auch ein fast neues Auto. Ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Die Jungs geben sich da extrem Mühe, haben die Lichtmaschine gereinigt, den Ventildeckel neu lackiert, dann sogar anpoliert. Ich glaube, da hat der Ralf einen übertroffen. Du wolltest das wahrscheinlich nur schön machen und dann hast du dich selbst übertroffen. Ne? Das war nicht so geplant. Ja. Neue Schrauben, neue Abdichtung. Es ist einmal alles. Der Vergaser war auseinander, komplett gereinigt. Der Anlasser perfekt gereinigt. Also man kann sagen, dieser Motor, nicht nur man kann sagen, sondern der Unterbau hat 0 Kilometer gelaufen und der Rest ist einmal frisch überholt. Neue Wasserpumpe, neuer Zahnriemen etc. Voll geil. Finde ich voll geil. Was die Jungs jetzt gemacht haben, die haben das schon vorbereitet. Wir hängen den Motor jetzt in die Karosserie. Sprich, jetzt gibt es die Hochzeit. Heiraten. Ja, auch mal sagen lassen. Darf ich mal anheben? Ja, mach doch. Willst du mal anheben? Das ist wie Fitnessstudio. Probier mal. Aber Vorsicht. Und, wie ist das? Boah, ist aber ein krasser Hebel, ne? Also wenn ich das jetzt so sehe, früher einen Motor ausbauen, stellt euch heute ein 2 Liter tiefes i vor oder von mir aus ein OPC oder sonstiges oder ein Audi Quattro aus der aktuellen Baureihe, Motor ein Ausbau. Eine Riesenaktion. Jetzt ist das, der Motor ist ja jetzt als Einheit zusammen und diese Einheit kommt jetzt ins Auto. Und was du gerade mal noch anschauen musst, ist das Hosenrohr, die Motorhalter, die Verbindung zwischen Motor und Getriebe machen. Ein bisschen Kleinkram, 10 Kabel oder 5 Kabel und ist das Ding gleich schon fertig. Also ohne Kamera, ohne gleich groß rumzulullern. Was denkst du, würde das dauern, den Motor jetzt, wenn die jetzt kein, also wirklich kein Kamera, kein gar nichts beachten, zwischen jetzt reinhängen und den ersten Schlüsseldreh? 1,5 Stunden, 2 Stunden? Ja, ich denke schon. Ja, ne? Das ist ja nicht mehr viel. Wir müssen nur halt gucken, noch mit den Unterdruckleitungen und dann. Du weißt doch, der Micha, der Ralf möchte das nicht so, die Kamera ins Gesicht. Ja, wir müssen auch mal was sagen. Ralf, du wurdest auf diversen Opel-Treffen jetzt schon gefragt, ob du Fotos machen können mit dir, ne? Ja, das ist schwierig. Also Ralf braucht die gar nicht ansprechen. Fotos machen ist nicht so sein Ding. Mich freut, dass er überhaupt vor die Kamera mitgeht und manchmal sehr, sehr viel redet. Aber wenn es um Thema Opel geht, bist du voll im Part, ne? Ja, das kenne ich ja auch. Aber du hättest gerne XE reingebaut, ne? Zumindest NE. Aber dieses Auto wollen wir natürlich als Automatik uns ein wenig Kilometer erhalten. Aber da habt ihr echt geile Arbeit geleistet. Das freut mich, dass ich so ein klasse Team hier in der Werkstatt habe, dass wir andere Videos machen können, auch unsere Werkstatt. Es entlastet mich natürlich auch, wenn der Julian, Jan oder auch der Ralf sich hier eine Kamera schnappt und mal was erzählt. Nicht nur ich. Also ich könnte das bestimmt auch, aber ich bin auch froh, wenn mir diese Arbeit genommen wird. Daher freue ich mich riesig unter diese Unterstützung oder über diese Unterstützung. So, Motor hängt. Gucken wir den ganzen Vogel mal höher hier. Der Kadett muss runter. Und dann müssen wir mal gucken. Der muss wahrscheinlich unten drunter einen Wagenheber machen, dass der Motor nicht wegkippt. Und dann muss dieses Hölzchen weg. Das
eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das hier so anguckt, wie kompakt der Motor eigentlich so ist. 75 PS hängen hier gerade am Ständer. Aber ist echt geil geworden, ne? Ja. Aber es ist wirklich schön anschaulich. Motorblock, Zylinderkopf, Nockenwellenkasten, Ventildeckel, Ölwanne. Hier siehst du noch diese richtig schönen Schichten. Und das alles funktioniert jetzt seit über 40 Jahren. Also das ist wirklich ein geiles System. Ja, jetzt heben die Jungs mit dem Wagenheber unten das Getriebe an, weil hier seht ihr unsere Halterung. Seht ihr, wie das Getriebe über an diesem Holz, an dieser Holzlatte nur befestigt ist. Wir hätten natürlich jetzt auch vorher einmal, bevor wir den Motor einbauen, den Wagen hätten reinigen können. Aber ich sag mal, das kriegen wir nachher auch schön sauber, ne? Da ist ja viel Platz außenrum. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ist das wohl eine Strebe, die zum Auto gehört? Das haben wir uns auch schon gefragt, ich glaube, aber irgendwie nicht. Na, wenn, haben wir es auf jeden Fall. So, jetzt hängt der Motor aus an freien Stücken. Jetzt brauchen wir nochmal einen 10er-Schlüssel. Ja, und dann sind wir schon so weit, dass wir sagen können, wir können den Motor reinhängen. Das Teil hänge ich jetzt ein bisschen hier rüber, dass uns das gleich nicht stört. Sieht eigentlich, wenn du das so siehst, echt relativ simpel aus, ne? Ja, hier ist auch eigentlich viel Platz, oder? Das ist so geil. Man kann den Motor, wenn das gleich mit der Motorhaube passt, eventuell müssen wir die wegmachen, können wir den einfach so runterhängen. Und dann guck mal, die Schläuche, das hat man ja früher alles hängen lassen. Kann man so draufstecken, fertig. Verteiler wurde auch abgeschraubt, einfach dahingelegt. Also, ich glaube, das geht jetzt relativ einfach. Passt das noch ein Stück höher, ne? Das passt. Aber jetzt müssen wir den Motor drehen. Kommt eng werden. Ja. Gut, wir können den ja drücken und runter. Soll ich mal vorsichtig runter machen, dass wir tiefer kommen mit der Motorhaube? Also einfacher wäre es, wenn wir jetzt die Motorhaube abbauen. Halt das mal hier. Das. Oh Gott, jetzt bist du ein bisschen weiter vor. Genau. Runter oder so? Ja, das sieht ganz gut aus. Was ist da mit dem Motorhalter? Das geht. Da müssen wir noch ein Stück runter, glaube ich, ne? Ja. Warte. Also jetzt. Ich glaube auch, doch geht. Ja. Gut. Ein Stück höher oder passt? Ja. Also hier müssen wir noch runter ein Stück. Noch ein Stück runter? Kleines Stück noch. Ne? Gut. Ja, das sollte gehen. So, jetzt hängt der Motor schon in der ähnlichen Position. Jetzt sehen wir hier auch schon, guck hier den Kühlschlauch. Kannst jetzt einfach so draufstecken. Jetzt müssen die Jungs hier den Motorhalter anschrauben, den Motor mit den Getriebeschrauben wieder zusammen verbinden, weil die Flexplate mit dem Wandler wird nachher von unten hinten, da kann man das immer drehen und dann genau, dran schrauben. Genau, da ist ein Loch unten drin und dann kannst du das verstehen. Ja, ich verziehe, macht jetzt eben die drei Schrauben rein. Also macht jetzt die Schrauben, den Halter fest und dann hängt der Motor gleich schon drin. Ich würde sagen, wir holen euch gleich dabei, wie wir den Motorkran wegnehmen. Der Motor hängt jetzt aus eigener Kraft drin in den Haltern und was der Julian gerade macht ist, das haben wir die ganze Zeit immer erwähnt, hier haben wir ja unsere, ich glaube es heißt wirklich Flexplate und hier hinter sitzt unser Wandler und hier seht ihr, sind eine Schraube, die jetzt noch fehlt. Der Julian hat da schon Schraubensicherung dran gemacht und jetzt dreht er die Schrauben rein. Das sind nur drei Stück, ne, die diese Kraft übertragen von Motor zum Wandler. Ansonsten, ich habe ja gesagt, das ist echt, ihr habt gesehen, wie einfach der Motor gerade reinging. Und was jetzt noch ist, sind die Schrauben ansetzen, die Auspuffanlage. Also hier liegt das Hosenrohr. Das müssen wir gleich noch drunter schrauben. Dann den Luftfilter drunter, drüber. Zwei, drei Schläuchchen. Und dann können wir am Schlüssel drehen, ne? Geil. Ich würde sagen, ich wollte euch nur mal mitnehmen, was man so von unten jetzt sieht. Die drei Sachen bauen wir jetzt mal eben fix noch dran und dann sind wir gleich wieder dabei, wenn wir uns den Motorraum angucken, wenn alles vollständig ist. Motor drin, alles verkabelt, alles angeschlossen, Kühlwasser drin, Öl ist drin. Wir lassen den Vergaser natürlich den Luftfilter ab, dass wir sehen, was der gleich mal macht. Wir haben bewusst die Kerzen rausgelassen, weil wir den neuen Motor jetzt erstmal auf Öldruck orgeln wollen. Also anspringen tut er jetzt auf keinen Fall. Wir wissen ja nicht, wie gut unser Kraftstoff ist. Hier haben wir einen neuen Filter reingemacht, da werden wir gleich sehen, wie der Kraftstoff aussieht und ob die Pumpe überhaupt das ganze Zeug noch ansaugt, was da hinten drin rumgammelt. Ja, ich würde sagen, eigentlich können wir direkt einen Schlüssel umdrehen, ne? Ja.
Zündgeschirr liegt hier unten, da kann nichts passieren. Das legen wir mal hier beiseite. Zündkerzen sind noch keine drin. Ja, wir orgeln. Am besten, Micha, komm mal zu mir von der anderen Seite. Wir gucken mal, ob die Öllampe ausgeht. Boah, das ist aber eine wilde Innenausstattungsfarbe, ne? Geil, ne? Mhm. Was war früher? Du hast Knoblauch gegessen. Ich habe Tomaten gegessen. Aber Knoblauch? Nein, Tomaten. Riecht nach Knoblauch. Aber das sind Tomaten. Macht nichts. So, wilde Innenausstattungsfarbe. Weiß, blau war früher so. Zündung an. Was ist immer ein geiler Moment, wenn du lange, lange alles stand und das funktioniert. Geil. Zündung geht an. Batteriekontrollleuchte ist da. Öldruckkontrollleuchte ist da. Automatik machen wir auf neutral. Da müssen wir Anlasser freigeben und wir orgeln, ne? Das dauert jetzt natürlich eine Weile bis, aha, Öllampe ist ausgegangen. Genau dann, wenn du mein Gesicht filmst, ist sie aus. Öldruck haben wir. Findet sich schon was im Kraftstofffilter? Nein. Das ist schon mal schlecht. Micha, wir gehen mal raus. Jetzt guckt der Julian nochmal einen Ölstand nach. Der ist jetzt... Oh. Ja, ein guter Liter kommt auch noch rein. Dann machen wir jetzt nochmal Öl drauf. Ist der Ölfilter ja voll. Ich würde sagen, wir drehen jetzt mal eben ein paar Kerzen rein. Mhm. Haben wir nämlich auch in neu da. Ja, das sieht gut aus. Hier sind auch aufgeregt, ne? Das ist immer so ein geiler Moment, wenn ihr ein Puzzle so zusammenbauen müsst. So, ich habe es alle angesetzt. Boah, ich bin so heiß, ich bin so heiß. Jetzt müssen wir Zündkabel drauf machen. Zündreihenfolge, Micha, hast du sie im Kopf? 1, 3, 4, 2. Sehr gut. Hier können wir es nur noch der Länge ablenken. Guck mal hier, das passt. Ich bin so aufgeregt, ich kriege kaum den Stecker drauf. Geil, geil, geil. Das heißt, jetzt müssen wir noch ein bisschen orgeln, bis Kraftstoff kommt. Zündkerzen sind drin, alle Stecker sind drauf. Ich würde sagen, wir können orgeln. Aber das seht ihr im nächsten Video. Bis dahin, ciao.